So seid nun nicht mehr Gäste oder Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Mit diesen Worten aus dem Neuen Testament begrüße ich euch herzlich zum Gottesdienst am 7. Sonntag nach Trinitatis. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Schwestern und Brüder, das ist ein schönes Motto in diesen Zeiten auf Sylt. Viele Urlauber sind hier und wir Insulaner teilen unsere Insel Sylt mit den Gästen und den Fremdlingen. Doch so heißen sie nicht mehr. Sie sind in dieser Zeit, in der sie bei uns sind, unsere Mitbürger. Und ich hoffe auch, dass sie Gottes Hausgenossen sind. Denn Mitbürger der Heiligen zu sein, das ist verbunden mit einem Auftrag. Und der Auftrag in diesen Wochen heißt Respekt. Respekt, den die Gäste uns entgegenbringen sollen. Und Respekt, den wir, die wir hier heimisch sind, allen Gästen entgegenbringen sollen. Das ist eine schwierige Aufgabe in diesen Corona-Zeiten. Es bedeutet, dass wir uns an die Regeln halten. An die Regeln, einen Mundschutz zu tragen, Abstand zu halten und auf den anderen Rücksicht zu nehmen. Möge uns dies in diesen Wochen immer wieder neu gelingen, hier auf der Insel und auf dem Festland. Amen. Das heutige Evangelium steht geschrieben in Johannes, dem 6. Kapitel. Jesus ging weg ans andere Ufer des Galiläischen Meeres, das auch See von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat.
Jesus aber ging hinauf auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagt er aber, um ihn zu prüfen. Denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach: Lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten. Desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, spricht er zu den Jüngern: Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, die denen übrig geblieben, die gespeist worden waren. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er allein. Amen. Brich mit den Hungrigen dein Brot, sprich mit den Sprachlosen ein Wort, sing mit den Traurigen ein Lied, teil mit den Einsamen dein Haus, such mit den Fertigen ein Ziel, brich mit den Hungrigen dein Brot, sprich mit den Sprachlosen ein Wort, sing den Traurigen ein Lied, teil mit den Einsamen dein Haus, such mit den Fertigen ein Ziel, brich mit den Hungrigen dein Brot, sprich mit den Sprachlosen ein Wort, sing mit den Traurigen ein Lied, teil mit den Einsamen dein Haus, such mit den Fertigen ein Ziel, brich mit den Hungrigen dein Brot. Ein Ziel. Die Liebe Gottes und die Gnade Jesu Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Schwestern und Brüder, lieber Joachim, also diese Brot- und Fischvermehrung, die ist mir ehrlich gesagt zu dick aufgetragen. Aber diese hübsche kleine Szene am Anfang, die berührt mich doch sehr. Na weißt du, die Einleitung ist doch eigentlich immer Nebensache. Ich aber finde das Zeichen, das Jesus setzt, sehr bewegend. Also damit kann ich gar nichts anfangen. Ein Fingerschnipsen von Jesus und plötzlich stehen Fish and Bread für 5000 Leute auf dem Tisch. Das ist mir zu populistisch.
Fehlt nur noch, dass aus den mitgebrachten Wasserflaschen plötzlich Wein fließt. Wozu das alles? Keiner von denen, die da versammelt sind, war wirklich sehr hungrig und durstig. Weißt du, Rainer, du bist mal wieder so richtig in Anti-Stimmung. Sag mal, hast du schlecht geschlafen? Nee, ich schlafe immer gut auf Sylt. Aber danke der Nachfrage. Obwohl ich denke, du willst nur ablenken, Joachim. Also gut, dann erzähle mal. Also mich bewegt, dass sich Jesus vor den Menschen zurückzieht. Nicht irgendwohin, sondern aufs Meer. Er sucht Ruhe, um Kraft zu sammeln. Und was ist daran so Besonderes? Naja, ich finde Jesus da total modern. Jesus sucht und findet seine Work-Life-Balance. Und er findet sie, indem er mit dem Boot hinausfährt. Ganz modern gesagt, er arbeitet nicht nur, sondern nimmt sich eine Auszeit zum richtigen Zeitpunkt. Ja, allerdings nicht lange. Und er hat das Volk stets im Blick. Und kaum an Land sieht er schon, was auf ihn zukommt. Du meinst eben dieses Volk? Ja, dieses Volk, das hungrige Volk. Aber wenn wir schon bei den Nebensächlichkeiten sind und denen Beachtung schenken, dann ist mir der Hinweis auf das Passafest wichtig. Also was ist daran denn nun Besonderes? Mir erscheint die Erwähnung ziemlich bedeutungslos. Nein, im Gegenteil, stellen wir uns einmal die Situation vor. Das Volk will Jesus auf den Thron heben. Es ist begeistert und jubelt ihm zu. Und es folgt ihm, wohin er geht. Die Erwähnung des Passa ist ein Hinweis auf das spätere Schicksal Jesu in Jerusalem. An seinen triumphalen Einzug und dem Hosanna-Jubel folgt dann nachher das Kreuzige ihn am Karfreitag. Na, wenn du es so erzählst, dann ist die Erwähnung des Passa auch eine Beschreibung des Volkes von heute. Das Volk nämlich jubelt hoch und ebenso schnell lässt es wieder fallen. Der Star von heute ist schon der Gescheiterte von morgen. Ja, und das Volk ist nicht irgendeine fremde Masse, sondern das Volk, das sind wir. Und die Frage lautet, wie viel Unbarmherzigkeit ist eigentlich in uns verborgen? Dass wir uns immer wieder darüber freuen, wenn ein Erfolgreicher von seinem Thron gestürzt wird? Na, das ist doch nur keine Nebensache. Ja, aber hör mal zu, nun lasst uns doch endlich mal zum Ganzen kommen, zum Zentrum dieser Geschichte. Ach, du meinst zu diesem populistischen Taschenspielertrick mit den 5 Broten und den 2 Fischen? Rainer, hör nur mal zu. Mir ist diese Geschichte sehr wichtig. Und ich finde es einfach nicht gut, dass du dich darüber lächerlich machst. Entschuldige, Joachim, entschuldige. Ich wollte dich wirklich nicht verletzen. Entschuldigung angenommen. Aber nun zur Sache. Jesus liegt es fern, irgendein Wunder zu tun, um nachher gelobt zu werden, sondern er setzt ein Zeichen. Und weißt du, Zeichen wollen immer auf etwas hinweisen. Und deshalb gibt es auch im Straßenverkehr wenig Wunder, aber umso mehr Zeichen. Das ist wahr und das hast du sehr schön gesagt. Weißt du, mit den Zeichen will Jesus uns zeigen, dass er Macht hat über Himmel und Erde. Okay, und das haben die Leute auch sofort verstanden und darum wollten sie ihn ja auch zum König machen. Und deshalb hat er ganz schnell die Flucht ergriffen. Aber weißt du, dieses Zeichen ist nicht populistisch, wie du meinst, sondern von hoher symbolischer Bedeutung. Also das musst du mir jetzt echt erklären. Weißt du, es geht um einen doppelten Hunger in dieser Geschichte. Und darum kamen so viele Menschen zu Jesus, denn sie hatten einen geistlichen Hunger. Jesus aber erkannte und sah an diesem Tag auch ihren leiblichen Hunger, dass es ihnen mangelte
an Speis und Trank. Wir haben heute in unserem Land reichlich an Essen und Trinken. Das stimmt wohl. Leiblich gesehen leben wir im Überfluss. Obwohl es auch in unserem reichen Land Menschen gibt, denen es an dem Notwendigsten fehlt. Aber wenn wir jetzt über die Inselgrenzen und auch über unsere eigenen Landesgrenzen hinausblicken und dann die Not in der Welt sehen, dann spüren wir unsere Ohnmacht. Wir sehen den Hunger und den Durst und werden gewahr, dass unsere Möglichkeiten des Helfens, dass sie begrenzt sind. Du meinst, das geht uns so wie Philippus und Andreas in dieser Geschichte? Ja, wir spüren unsere Ohnmacht und unsere Ratlosigkeit, wie diese beiden Jünger. Und das zwar immer dann, wenn die Not und die Probleme größer sind als unsere Möglichkeiten. Und wir fragen uns dann, was sollen wir tun? Und wie sollen wir uns richtig verhalten, um anderen Menschen wirklich zu helfen? Wie die beiden hier. Jesus stellt auch uns die Aufgabe, geistliches und weltliches Brot weiterzugeben. Aber wir können diese Aufgabe gar nicht erfüllen, weil wir viel zu wenig haben. So wie es in der Geschichte heißt, 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Was ist das schon für so viele? Wir bräuchten 200 Silbergroschen und selbst das würde nicht ausreichen. Also das erinnert mich mit deiner Erklärung an den Wettlauf um den Covid-19-Impfstoff unserer Tage, den wir alle so bitter benötigen. Ja, nur hör mal zu, wie kommst du denn da drauf? Na, selbst wenn er entwickelt werden würde, und das sehr schnell, dann werden trotzdem nicht 7 Milliarden auf einmal geimpft werden können. Dafür bräuchte es unzählige Milliarden Dollar und Euro, und selbst das würde nicht ausreichen, weil es gar nicht genug Fabriken gibt, die schnell genug produzieren können. Man sieht also das Problem, aber man hat keine Lösung. Das, weißt du, ist mal wieder so eine typische Rainersche Abschweifung. Aber lass uns jetzt doch einfach mal beim Thema bleiben. Du meinst nicht bei Impfstoff, sondern lieber bei Fisch und Brot. Ja, bei Fisch und Brot. Denn Fisch und Brot sind Symbole des Lebens. Und sie weisen über sich selbst hinaus. Also meinst du, es geht gar nicht um die leibliche Speisung von 5000? Ja, und auch nein. Oder anders gesagt, wie es im 5. Buch Mose heißt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das durch den Mund Gottes geht. So wie Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und wer von dem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Ja, und darum war diese Geschichte den Christen schon sehr früh wichtig. Nämlich als die bekannteste Geschichte über Jesus im Neuen Testament. 6-mal wird sie in verschiedenen Varianten erzählt. Und sie gehört auch zu deinen Lieblingsgeschichten. Warum eigentlich? Das Brot und die Fische sind Symbole des Lebens. Und das Teilen des Brotes ist ein Sakrament. Ganz konkret sättigt es denjenigen, mit dem wir teilen. Aber für Jesus waren Essen und Trinken nie nur eine einfache Tischgemeinschaft, um den Leib zu sättigen. Sondern, was war es für ihn? Worum ging es ihm? Ihm ging es immer darum, ein Zeichen zu setzen. Nämlich, dass wir zusammengehören. Und wer mit ihm an einem Tisch saß, der gehörte auch zu dem Kreis derer, die im Himmelreich zusammenkommen, die Gott gehören. Das ist wirklich ein schöner Gedanke. Ja, und wer zu Gott gehört, der glaubt auch an Gott und nimmt Gottes Auftrag an. Und worin besteht dieser Auftrag? Der Auftrag besteht darin, dass wir teilen, was Gott uns gibt, Brot und Fisch. Also das mit dem Brot habe ich jetzt verstanden.
Aber was ist das mit dem Fisch? Der Fisch ist ein uraltes christliches Symbol. Er ist ein Glaubensbekenntnis. Das griechische Wort für Fisch heißt Ichthys. Und in Buchstaben, einzelnen Buchstaben ausgedrückt, Jesus Christus, Gottes Sohn, Retter. Und das ist ein richtiges, gutes Bekenntnis. Danke, Joachim, für die Erklärung. Und wenn ich jetzt Fisch esse, dann werde ich mich immer daran erinnern. Ja, und dann solltest du ja auch deinen Fisch mit anderen teilen. Also das tue ich tatsächlich immer. Ich teile gerne Fisch. Sehr gut. Um auf deine Fragen zu kommen, warum die Christen diese Geschichte seit ihren Anfängen so gern weitererzählen, weil es um einen elementaren Auftrag geht. Wir kommen zusammen, wir teilen und wir geben das Leben im geistlichen Sinn weiter. Oder ganz konkret gesagt, wir verkündigen Christus in Wort und Sakrament. Und weißt du, ich denke, schöner und anschaulicher kann man christliche Gemeinschaft nicht beschreiben. Denn das ist das Herz und das Zentrum unseres Glaubens. Und alles andere ist im Grunde nur schönes Beiwerk und dient dazu, dass wir das Zentrum nicht aus dem Blick verlieren und unserer Arbeit gerecht werden. Perfekt, Joachim. Das hast du sehr schön erklärt. Und ich hoffe, dass diesen Gedanken des Teilens und des Weitergebens, dass der sich in der Welt verbreitet, gerade auch jetzt in diesen Corona-Zeiten. Ich danke dir. Amen. Amen. Them that's got shall get, them that's not shall lose. So the Bible says, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Yes, the strong gets more, while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grade. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Money, you got lots of friends crowding round your door, but when you're gone and spending ends, they won't come no more. Rich relations give crusts of bread and such. You can help yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, God bless the child that's got his own, that's got his own. Yeah.
Lasset uns jetzt gemeinsam beten mit den Worten, die unser Herr Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Schwestern und Brüder, am Ende des Gottesdienstes wird eine Kollekte gesammelt. Kollekte heißt einfach Sammlung und sie dient zur Unterstützung der Bedürftigen und der Armen. Die heutige Kollekte ist bestimmt für die Bedürftigen hier auf der Insel Sylt, die wir in der Norddörfer Kirche in dieser Corona-Zeit unterstützen. Gott segne Geber und Gaben nach seiner Barmherzigkeit. Amen. So geht hin im Frieden des Herrn als die von ihm Gesegneten. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.